Hallo Freunde und willkommen zurück zu Metro 2033, wo wir in der letzten Folge mehrfach gestorben sind. Wobei wir uns zweimal haben umbringen lassen und einmal bin ich bei wegen Loch verreckt. Ja, so, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Noch befehle ich den Geist der Revolution, wird diese feige Ratte zum Tode verurteilt. Moment, hören Sie zu. Ich wollte Sie nicht angreifen, das ist alles. Nichts. Du Scheiße. Kann ja nur lustig werden hier. Wo muss ich hier lang? Wenn nicht, muss ich mich da runterfallen lassen. Hello? Ja, ich muss da unten lang. Aber nicht speichern. Nein, konnte ich nicht. Stimmt, das Spiel arbeitet mit Speicherpunkten. Was ich auf der einen Seite okay finde, auf der anderen Seite echt Bullshit. Okay. Das überleben wir also nicht. Ist die Frage. Gehe ich gerade richtig? Ganz fies dunkel versteckt. Vermute mal, dass ich dahin muss. Okay, nein, ich muss eigentlich nicht hier hin. Ich sollte hier nicht stehen dürfen. Woanders weiter. Es könnte noch ein bisschen dauern. Jump-Passagen in einem Shooter. Das Spiel hier ist echt eine wahnsinnige Kombination aus Spielelementen. Nehmen wir doch den einfachen Weg. Wir sollen den Pfeilen folgen, ne? Also ich folge jetzt mal den Pfeilen. So. Ich würde sagen, wir sind hier unten angekommen, ne? Ich glaube, das ist ganz gesund. Also die Lautlosigkeit der Waffe hat schon eben was gebracht. Den Typen da oben theoretisch wegsnipen könnte. Vielleicht. Aber ich weiß nicht, beziehungsweise ich glaube nicht, dass wir das müssen. Mal gucken, ob ich hier noch irgendwo eine Leiche. Leiche finde. Ich bin draufgetreten und hab's gehört. Gut, ich muss hier nur weiter lang. Keine Leichen, nichts, ne? Ja. Außer Fallen. Wenn man da schnell genug ist, dann sind die egal. Ich sehe hier halt teilweise echt nicht, ne? Ah, ich sehe ich. Okay. Das ist krass einfach gerade. Also krass einfach, die zu unterwandern.
ist irgendwo eine Falle. Ich bin enttäuscht. Und dass ich meine Gasmaske auf habe. Toll. Das Tunnel ist zu. Mich jetzt verarschen? Oh. Hier ist nichts mehr außer ein Haufen von Leichen. Vielen Dank, Enos. Ich habe gehört, dass ein Ranger in der Nähe ist. Gute Arbeit. Schön. Ich werde nicht fragen, was dein Auftrag hier ist. Wir gruppieren uns neu und ziehen uns zurück. War mir eine Ehre, dich zu treffen. Und vielen schön. Dank nochmal. Ich wieder gerne. Also, es gibt ja Leute... Ich bin ja an sich kein Freund von Intoleranz. Nein, ich wollte das Licht nicht anmachen. Es gibt genau eine Intoleranz, die ich irgendwo nachvollziehen kann. Das ist die Intoleranz gegenüber Intoleranten. Also Leute wie die Faschisten, die aufgrund von, ich sag jetzt mal, da sie wahrscheinlich hier mit Faschisten wirklich richtige Nazis meinen, Leute aufgrund von Religion und Hautfarbe und so niedrig schätzen, um es mal freundlich und höflich auszudrücken. Kann ich nicht verstehen. Will ich auch gar nicht. Problem ist, dass er keinen Helm hat, ne? Nichts? Ist nichts, gehen Sie weiter. Steht einer und da oben steht einer. Da oben stehen noch welche. So, ich muss rechts rum. Also muss ich an der Patrouille vorbei. Das gefällt mir nicht. Dass hier keine Gegner sind. Die Frage ist, das wird uns wahrscheinlich nur bis dahin führen. Ne? Oh, nicht aus. Was ist denn hier? Achso, hier wäre genau das gleiche. Ja gut. So, tschüss.
okay, tschüss. Machen wir das Ganze nochmal. Was bist du für einer? Alleine. Kumpel, ne? Dann habe ich eine echt schlechte Neuigkeit für dich. Das war gar nicht knapp oder so. Das Problem ist, jetzt steht dieser Wagen da. Bastard oder? Ja, das ist die Bastard mit einem Visier und Dingens. Ne, ich will bitte meinen Revolver wieder haben. Der gefällt mir wesentlich besser. So. Ich würde gerne nach oben. Ich glaube, das ist die bessere Variante. Ich habe eine Munition, da sage ich nicht nein zu. Brandgranaten. Keine Munition, ne? Nee. So, keine Währung. Das ist halt das Problem. Das war smart. Hier ist niemand. Irgendwo. Nein, nein, nein. Wo muss ich eigentlich hin? Hinter mich. So, hier komme ich aber. Hier komme ich nicht lang, okay. Vermute, ich muss irgendwie durch diesen Zug oder so. Eben auch. Da läuft einer. Da ist einer. Aber mehr sehe ich nicht. Heißt aber ja leider nicht, dass hier nicht trotzdem mehr sind. Ja, doch, das sind definitiv noch mehr. Gehen wir mal hier lang. Ich glaube, das ist richtig. Auf jeden Fall die Richtung, in die ich muss. Hier verstecken wir uns und warten, bis der eine Typ wieder an uns vorbeiläuft. Und dann stechen wir ihn ab, wenn er vorbei ist. Komm, beeil dich. Ob du hier nicht vorbeiläufst. Ganz. Leise. War tödlich. Das war knapp. Das sind zwei. Vergiss. Würde der eine sehen, so reagieren die auf Leichen? Ist jetzt die Frage. Ich meine, es wäre Schwachsinn, wenn sie es nicht tun, aber.
der Typ ihn hier oder nicht? Na doch, man hört seine Schritte. Sie reagieren übrigens nicht auf Leichen. Hört's doch noch Muni. Das ist wahrscheinlich, weil ich komplett voll mit Brandgranaten bin. Hier sehe ich nur dich und du guckst mich die ganze Zeit an. Du guckst die ganze Zeit in meine Richtung. Ich gebe dir nur 5 Sekunden, dich umzudrehen. Gut. Das Ding hat wirklich gut gewucht. Okay, ne? Theoretisch auch über große Distanz schießen können. Dreisterweise machen wir einfach mal wieder das Licht an, damit wir zumindest etwas sehen. Auch nirgendwo irgendwas rum, ne? Schisten und die Ordnung sind unglaublich. Sind die alleine? Nein, natürlich nicht. Da ist auch noch einer. Aber... Verdammt! Das ist der Vorteil vom leisen Töten. Vom lautlosen Töten. Kriege ich nämlich jetzt auch noch. Oh. Scheiße! Aber, was ich sagen muss, gut, ja, ne, man könnte jetzt sagen, er ist einfach Russe, das reicht. Ich finde es bemerkenswert, wie skrupellos, brutal, aber auch effizient Artyom einfach ist. Ich meine, der Kerl ist 20. Erfolg. So, Eintrag 1. Für die rote Linie gibt es keinen schlimmeren Feind als das Reich. Die sagen, sie würden seit 100 Jahren schon Krieg führen. Verschiedene Nationen, wie von Dämonen angetrieben, entscheiden sich in diesem Konflikt für eine Seite und manchmal, wie in der Metro, teilen sie sich auf und kämpfen, bis beide Seiten vernichtet sind. Das Reich soll das genaue Gegenteil der roten Linie sein. Aber warum sieht alles so gleich aus? Armut und Hunger, Zwangsarbeit und endlose Kundgebungen, das Gefasel der Politiker und leere Augen des Pöbels. Sie benutzen oft Wahlsprüche und was man hier gesagt bekommt, kann man auch nicht anzweifeln. Die glauben hier jedoch an etwas anderes. Angeblich reicht es, alle Mutanten auszulöschen, damit sich alle Dinge auf magische Weise wieder richten. Diese Faschisten sind für alle genetische Reinheiten. Und da die Norm von den Politikern definiert wird, kann jeder zum Mutanten erklärt werden. Es sind die Sturmtruppen, die letztendlich entscheiden, wer lebt und wer stirbt. Dieser Kampf kann ewig dauern. Spione werden auf dieselbe Weise behandelt wie bei der roten Linie, daher darf ich mich nicht erwischen lassen. Ja, wie gesagt, bei allen Unterschieden in der Ideologie sind sich diese beiden Lebensarten doch sehr, sehr gleich. Kann man nicht anders sagen. Munition. Aber keine Währung. Na, schade. Überall Schlüssel. Ja, überall könnte ich Schlüssel finden, aber ich finde keine. Bin vermutlich echt einfach zu unaufmerksam für das, für sowas, also für Schlüsselsuche. Kannst du die Tür wieder zumachen, Artyom? Muss doch irgendwo irgendwas sein in einem dieser Regale. Dieser Kisten. Arsch. Oder auch einfach nö.
oben gucken. Nicht. Nö. Okay, ich kann die Kisten schädigen, aber nicht zerstören. Also da kann da nichts drunter sein. Nicht nett. Als ich wieder zu mir kam, verlor ich jede Hoffnung. Gefangene wurden hier für Sklavenarbeit oder Zielübungen benutzt. Ja, haben wir uns doch erwischen lassen. Warum sollten wir zögern? Lasst uns diesen roten Spion abknallen und fertig. Sollen wir nicht lieber den Sicherheitsdienst rufen? Es wird ewig dauern, bis sie hier sind. Und wer passt bis dahin auf das Schwein auf? Oh. Gutes Argument. Also gut, du roter Abschaum. Bitte zu deinem Max oder sonst wem. Wenn du um Gnade winselst, überlegen wir uns vielleicht, ob wir dich schnell töten. Warum hat der andere Typ den nicht einfach erschossen? Aber natürlich werden wir gerettet. Das ist doch schön. Ich dachte, jetzt müssen wir erstmal so, keine Ahnung, 5 Stunden Zwangsarbeit ablegen oder so. Eine Sache liebe ich bei den Bösen. Es gibt immer viel zu diskutieren, bevor sie den Abzug drücken. So. Dankeschön. Mit wem, zu wem gehört ihr? Du bist mir was schuldig, Junge. Du siehst nicht wie ein Roter aus. Wer zum Teufel bist du? Das ist Hunters Zeichen. Ich bringe dich besser zu Miller. Egal wie die Nachricht lautet, hebe sie für ihn auf. Sind Ranger. Stimmt. Dankeschön. Okay, gehen wir zu dem Panzerwagen. Sehr gerne. Aber erstmal kurz. Munition. Pavel, das ist der. Ich glaube, ich nehme du bringst ihn mit dem Panzerwagen zu unserer Draisine. Dann nur noch das Loch und die schwarze Station. Und was ist mit dem Auftrag? Miller gibt dir einen Orden, wenn du Neuigkeiten von Hunter bringst. Ich mach den Auftrag alleine. Wir treffen uns in der schwarzen Station. Sei vorsichtig da draußen. Fernglas. Zum Nachtsichtgerät. Seriously. Geil. Nachtsichtgerät. Das ist hier ein schöner kleiner Bunker. Achso, das ist Feuerlöscher. Sehr gut, dann können wir nämlich jetzt auf das Ding verzichten. Das gefällt mir sehr gut. Hey, mehr Filter. Gut, dann würde ich aber sagen, das war's für diese Folge. Und in der nächsten, sprich am Montag, werden wir uns zum Panzerwagen begeben und mit unseren Rettern mitfahren. Bis dahin, bis dann. Ciao, Freunde.